Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Dauntless-Video, meine lieben Freunde. Vielen Dank für euren Support erstmal auf die ganzen anderen Videos. Es ist echt krass, wie heftig ihr mich zurzeit unterstützt. Dafür erstmal vielen, vielen Dank und ich gebe mir natürlich besonders viel Mühe, möglichst viele Guides in kurzer Zeit rauszuhauen. Dankeschön auch nochmal an jeden Einzelnen, der meinen Creator-Code benutzt. Und heute im Video möchte ich mir ein paar Anfangs-Behemoths mit euch vornehmen, bei denen ziemlich viele Anfänger wahrscheinlich Probleme haben oder nicht ganz so gut damit klarkommen. Wenn ihr eure Waffen noch nicht perfekt beherrscht, dann guckt euch das Video, was heute um circa 10 Uhr kam, an, denn da erkläre ich alle Waffen bis auf die Warpike und die Axt, wie man sie perfekt spielt. Und ich würde sagen, wir machen auch direkt den Anfang. Wir werden uns jetzt direkt in den Hunt begeben mit der Shrike. Das Problem ist bei mir folgendes, Leute, das werde ich euch ganz kurz mal offen erklären. Ich habe alle Waffen im Spiel ziemlich weit aufgerüstet, das heißt, ich kann nicht mehr mit Low-Waffen gegen die Behemoths kämpfen. Das sollte aber kein Problem sein, denn ich versuche euch Eindrücke zu geben, wie ihr die Behemoths am besten interrupten könnt oder wann ihr sie überhaupt interrupten könnt und wie sie relativ einfach zu besiegen sind. Es gibt nämlich ein paar Tricks, wie ihr bestimmte Angriffe triggern könnt oder auch bestimmte Momente hervorrufen könnt, wo ihr massiv viel Schaden fahren könnt. Und das ist egal, wie stark eure Waffe ist, das könnt ihr mit jeder Waffe schaffen, in der Form hinzubekommen. Ja, also das ist gar kein Problem. Wir beginnen jetzt erstmal mit dem Hammer bei Shrike. Ich würde danach einen Emberman mit euch machen, um euch zu zeigen, wie man mit der Warpike oder auch mit dem Hammer relativ einfach gegen Emberman kämpft. Daraufhin würde ich dann Karabak machen, weil das ist ein Behemoth, wo es eigentlich so gut wie gar keinen Interrupt-Bereich gibt, außer ein, zwei Angriffe vielleicht. Und danach würde ich noch, wenn es zeitlich drin ist, Panga und Hellion machen. Je nachdem, da müssen wir gucken, ob der Hellion am Ende noch dazu passt im Video oder ob ich nur Panga mache. Aber das ist halb so wild. Die sind eigentlich fast gleich, bis auf, dass der Hellion gerne auch mal Maulwurf spielt und sich ein bisschen in die Erde buddelt. Ne, der scheint gerne irgendwie, weiß ich nicht, da auf dem Boden rumzuschnüffeln oder so. Und dann schießt er sich ja mit seinem Vulkanangriff auf euch drauf. Das ist der einzige Unterschied zum Panga. Stattdessen kann der Panga dann rollen. Und ja, wir beginnen jetzt erstmal mit Shrike. Shrike ist eigentlich relativ simpel, ist aber ein Gegner, der vielen Leuten ein Problem macht. Und da gibt es, ja, einfache Methoden, wie man gegen Shrike relativ gut ankommt. Wichtigste zu Beginn erstmal die Rolle, ja, falls ihr mit den Chainblades spielt, habt ihr die nicht. Aber ansonsten, die Rolle ist euer bester Freund, denn die macht euch kurzzeitig gegen bestimmte Angriffe immun und das solltet ihr euch zu Nutzen machen, ja. Vor allen Dingen, wenn er hochspringt, also wenn Shrike hochspringt und auf euch runterknallt, müsst ihr versuchen, möglichst im letzten Moment von ihm wegzurollen. Meistens kommt er ja von hinten auf euch draufgesprungen. Das heißt, ihr müsst eine Rolle in die entgegengesetzte Richtung quasi machen. Und dann macht das euch auch so gut wie gar keinen Schaden. So, Opening machen wir natürlich schön mit einem Hammersprung. Zack, zack. So, jetzt kommt erstmal der typische Angriff und zwar, er läuft weg. Ne, er macht den Sprung. So, und jetzt im allerletzten Moment rollen, seht ihr, dann werdet ihr auch nicht getroffen, ja, das ist ganz wichtig. Da müsst ihr am besten immer zur Seite rollen, dann trifft euch dieser Wirbel nicht. So, da macht er jetzt den. Ich will, dass er jetzt eigentlich wegläuft, genau das will ich haben. So, und jetzt kommt er angeflogen und das könnt ihr interrupten. Okay, er kommt nicht angeflogen, er setzt natürlich wieder seinen Wirbel ein. Das ist natürlich sehr schade, ich hätte euch nämlich jetzt gerne gezeigt, dass man den Flug interrupten kann, aber das können wir zur Not. Da kommt wieder der Sprung und eine Rolle im letzten Moment. Ich wurde jetzt getroffen, seht ihr? Ihr dürft auch nicht in ihm am besten drinne sein, weil dann ist es noch schwerer. Dann ist das Zeitfenster etwas kürzer, ja? Wir können ihn auch gleich im, wie heißt es, im Rage-Modus können wir ihn interrupten. Das ist kein Problem, ja? So, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Schaden, damit wir hier vorwärts kommen. Damit er dann jetzt gleich möglichst sein Fliegen einsetzt. Das macht er jetzt auch vielleicht. Nein, macht er nicht. Okay, dann werden wir jetzt einmal betäuben. Wenn er nicht sich die ganze Zeit wegspringen würde. Da könnt ihr auch einfach wegrollen, ne? Wenn ihr hinter ihn geht, bricht er den Angriff meistens ab. So, ich muss jetzt mal ein bisschen Schaden fahren, Leute, weil sonst kriege ich den nicht in den Enrage und kann euch nicht zeigen, dass wir das Fliegen unterbrechen können. So, jetzt machen wir nochmal ein bisschen Damage. So, jetzt geht er in den Enrage und da wird er jetzt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit seinen Flug machen. Ja, genau. So, und das könnt ihr interrupten, indem ihr einfach im richtigen Moment, ich wurde jetzt aber getroffen, das war sogar noch ein bisschen zu knapp. Wenn ihr es im richtigen Moment macht, dann trifft er euch sogar noch nicht mal damit, ja? Das geht auch mit dem Schwert oder mit der Warpike ist es sogar noch einfacher. Da müsst ihr einfach nur euren Schuss machen. Und ansonsten, ihr seht, dann habt ihr so ein richtig schönes Angriffsfenster, ja? Auch mit der Axt, ne? Mit der ist es noch schwieriger, ihn da zu treffen und dann liegt er auch schon im Dreck. Also, ne? Das Fliegen versuchen immer zu unterbrechen, dann habt ihr sehr viele Fenster, Zeitfenster, wo ihr angreifen könnt, ja? So, dann würde ich sagen, machen wir als nächstes jetzt den Emberman. Da gibt es nämlich, wie gesagt, auch einen kleinen Trick und das zeige ich euch jetzt. Entschuldigung.
Ich würde allerdings jetzt mit der Warpike spielen, ja? Einfach, um nicht immer nur den Hammer zu nehmen, damit die Leute nachher sagen, ja, Kevin erklärt halt alles immer mit dem Hammer. Ist so ein bisschen doof, ja? Hier soll niemand zu knapp kommen. Und deswegen versuche ich jetzt möglichst auch alles, ja, so zu erklären, dass es passt. Ich glaube, das ist auch richtig. Hier muss nur eine Zelle der Grausamkeit rein. Die hauen wir jetzt mal eben schnell hier, in den Helm. Dann brauchen wir hier unseren Dornenpanzer. Die können wir, glaube ich, anlassen. Da kommt auch nur eine Zelle der Grausamkeit rein. Da hatte ich sogar gerade die falsche Zelle drin für den Fight. So, dann nehmen wir ätherische Regulation. Die haben wir jetzt auch drin hier. Hier ist auch ätherische Regulation drin. Und hier machen wir Leitung rein. Damit wir ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit kriegen. So, zack. Perfekt. Das ist der perfekte Bild. Den brauchen wir dafür. Am besten so. Dann gehen wir jetzt direkt auf den Hunt. Dann werden wir nämlich jetzt schön schnell Emberman machen. Ich nehme jetzt extra auch mal eine etwas einfache Version. Also wie gesagt, Emberman ist wirklich eine richtig, richtig simple Kiste. Da tun sich super viele Leute schwer mit, weil sie diesen Trick vielleicht noch nicht kennen oder wissen, ja, mit dem Interrupten. Ich werde auch zu den hohen Behemoths, jeweils zum einzelnen Behemoth immer einen eigenen Guide machen noch. Das kommt alles. Nur ich habe mir jetzt gedacht, okay, es sind so viele Anfänger Fragen und ich habe jetzt ein bisschen fürs Late Game ein paar Builds und so veröffentlicht. Jetzt wird es Zeit, dass die Anfänger auch mal ein paar Tipps und Tricks kriegen, wie sie gerade am Anfang weiterkommen. Ich kann euch nur so viel dazu raten am Anfang. Ihr könnt euch die Gnächer oder die Shrike-Rüstung machen. Die reicht auch am Anfang, wenn ihr euch die ein bisschen hochcraftet. Wenn ihr dann irgendwann bei Emberman seid, macht euch die Emberman-Rüstung, wenn ihr bei der Scrafe seid. Die Scrafe spielt ihr übrigens genauso wie die Shrike, ja. Also die kann genauso im Flug auch interrupted werden. Ihr müsst halt nur auf die Eisangriffe ein bisschen aufpassen. Wenn ihr bei der Scrafe seid, dann könnt ihr euch auch die Scrafe-Rüstung für Panga zum Beispiel herstellen und ein bisschen aufwerten. Dann ist Panga eine ziemlich simple Kiste, wenn ihr euch vor allen Dingen auch noch von Emberman eine Waffe macht, ne? Also gegen einen Brandbehemoth solltet ihr möglichst mit einer Frostwaffe kämpfen. Das heißt, wenn ihr gegen Hellion kämpft, solltet ihr auf jeden Fall eine Scrafe oder eine Panga-Waffe haben. Und wenn ihr gegen Panga kämpft, solltet ihr definitiv eine Emberman-Waffe parat haben. Dann macht ihr euch das Leben auf jeden Fall schon mal viel, viel einfacher in dem Spiel, ja? Das ist schon mal eine ganz wichtige Sache am Anfang. So, dann gucken wir jetzt mal, ob der Kollege im Early Spawn ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn gerade schreien gehört habe. Ansonsten schauen wir gleich auf der Ebene vorbei. Ja, ich höre ihn von da hinten. Der wird auf jeden Fall nicht early sein. Das heißt, wir müssen jetzt darüber. Vielleicht haben wir Glück und er ist auf der Ebene. Ja, er ist auf der Ebene. Ich habe schon die Ätherschlote gesehen. Machen wir uns da nämlich direkt jetzt auf den Weg hin. Ich will versuchen, dass das Video nicht allzu lange geht, dass ich möglichst viel in kurzer Zeit erkläre. So. Wichtig ist am Anfang, wir sollten natürlich versuchen, den Dulli jetzt irgendwie mit unserer Lanze zu treffen. Ja, unser Warpike, damit wir ein bisschen aufladen können für den Angriff. Der wird jetzt angelaufen kommen. Zack. Ja, da hat mich auch noch erwischt, der Drecksack, ne? Ja, leider hat es jetzt nicht für einen Schuss gereicht. So, jetzt greifen wir ihn an. Ja, wichtig ist auch bei Emberman, ich habe es jetzt gerade perfekt demonstriert, ihr dürft niemals mit der Warpike zwei Schläge machen. Ihr seht, der trifft euch immer. Immer einen Schlag und wegrollen. Ihr könnt nur einen Schlag machen. Außer wenn er das macht, da könnt ihr mehr machen, ja? Bei den Chainblades sind es so 2 bis 3 Schläge, die ihr machen könnt und dann müsst ihr weggehen. Und da müsst ihr ihn einfach nur abschießen und dann interruptet ihr den, ja? Also wichtig ist, beim Hammer oder Axt maximal nur einen einzigen Schlag. Ihr trefft den so gut wie nicht, ja? Das schafft ihr nicht. So, immer schön zwischendurch nachladen. Das müssen keine hochaufgeladenen Schüsse sein bei der Warpike. Ja, einfach kurz nachladen, wenn ihr eine Kombination durchgedrückt habt. Und zack, jetzt geht er eh erstmal in Enrage. So, jetzt wird er wahrscheinlich wieder weglaufen gleich. Jetzt macht er erstmal noch seinen Dreher hier. So, und jetzt kommt das Laufen. Direkt schon mal, zack, anvisieren, ne? Und er ist schon wieder am Liegen, ja? So, dann könnt ihr mit der Warpike hingehen und könnt dann anfangen, auch schön genüsslich auf den einzustechen. Ja, macht hier so ein paar Verwundungen, ne? Sobald der Rauch rauskommt, ist er verwundet an der Stelle. Dann macht das nicht mehr Sinn, dann könnt ihr eine andere Stelle nehmen. So, jetzt macht er sich wieder bereit zum Angriff. Aufladen, Schuss und er liegt, ja? Also wirklich, das ist eine richtig simple Sache, Leute. Also das kriegt jeder von euch hin. Vor allen Dingen mit der Warpike, ne? Wenn ihr Probleme bei dem habt mit einer anderen Waffe, dann wechselt zur Not für den Fight einmal auf eine Warpike. Stellt euch kurz eine Warpike her. Selbst wenn die ein bisschen schwächer ist, ist nicht so schlimm. Der wird so oft auf dem Boden liegen, dass ihr eh in Ruhe Damage die ganze Zeit fahren könnt, ja? So, wir sollten jetzt definitiv unsere Munition auch mal nachladen, weil wir haben jetzt ein bisschen Kombos durchgedrückt. So, nochmal nachladen. Jetzt läuft er wieder. Schuss und er liegt schon wieder, ja? Und jetzt könnt ihr genüsslich wieder hingehen und könnt hier, da wo ihr noch keine Wunden zugefügt habt, die Wunden zufügen. Und wenn er die alle hat, dann könnt ihr anfangen, Damage zu fahren. Jetzt geht er wieder in Enrage. Jetzt greifen wir wieder an. Ja, seht ihr? Ne? Keine Kombo durchdrücken, das macht nicht viel Sinn. Schuss anlegen und Schuss, zack. Da liegt er auch schon wieder.
Also ihr könnt ihr fast jedes Mal interrupten. Das ist wirklich eine ziemlich einfache Kiste. So levelt ihr auch schnell euer Behemoth-Level, weil ihr viele Unterbrechungen bei Emmerman habt. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ziemlich einfach, ne? Ich glaube, da brauche ich nicht mehr zu erklären oder zeigen. So spielt man Emmerman. Wichtig ist halt einfach nur, dass ihr euch merkt, wenn ihr den angreift und er macht seinen komischen Schiffsschaukelangriff, ja, sag ich jetzt einfach mal dazu, und seinen Schwanzdreher, da müsst ihr maximal ein bis zwei Schläge machen und dann immer wegrollen, ja, je nach Waffe, ne? Das kann ich euch nicht sagen, das kriegt ihr aber vom Gefühl her irgendwann dann rein. So, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt als nächstes ran. Wir werden Karabak eben schnell machen. Ich glaube, für Karabak und Panga ist auf jeden Fall die Zeit noch drin. Dann wechsle ich jetzt schnell wieder auf mein Hammer-Equipment, weil das würde ich gerne bei Karabak dann doch schon gerne nutzen. Das heißt, wir brauchen jetzt hier eine Zelle der Gerissenheit. Dann müssen wir hier wieder auf unsere Brust wechseln. Hier muss wieder eine Zelle der Gerissenheit rein. So, und dann brauchen wir hier noch nichts anderes mehr, so wie es aussieht. Regulation haben wir hier drinne. Genau, die Leitung können wir gegen ätherische Raserei austauschen. So, dann passt das vom Bild her perfekt. Ich weiß jetzt nicht, warum wir 3 Gerissenheit haben. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen was falsch gemacht, ja. Hier muss noch eine Zelle des Raubtiers rein. So, zack. Jetzt ist perfekt, genau. Jetzt ist richtig. So, jetzt haben wir den Bild richtig. Karabak ist auch eine ziemlich simple Sache. Problem bei Karabak ist, es gibt kein wirkliches Zeitfenster zum Interrupten. Es gibt einen Angriff oder zwei, glaube ich, die man interrupten kann. Ich meine, dass mir mal jemand gesagt hat, wenn er hochfliegt und seine Arme so über Kreuz macht und an diesen Schnittschlag, ja, nachdem er in der Enrage-Phase war, also in der Rage-Phase, das kann man unterbrechen. Habe ich aber selber noch nie geschafft, also ich glaube nicht, weil ich sehe da auch nicht dieses Symbol zum Interrupten. Was man aber interrupten kann, ist, wenn er seine Kralle in den Boden schlägt und dann so lang schlittert, ja, aber das ist super schwer. Also ich glaube, das ist mit der Warpike deutlich einfacher oder mit Granaten. Ihr könnt ja auch mit Granaten interrupten, also für Leute, die Pistole oder auch Chainblades spielen. Ihr müsst nicht unbedingt gewichtige Treffer reinnehmen. Ihr könnt auch Granaten einfach immer produzieren und mitnehmen. Ist dann halt nur ein sehr großer Ressourcenverbrauch. Ansonsten gibt es eine bestimmte Art, wie man gegen Karabak am besten den Kampf eröffnet. Und das ist schon mal ausschlaggebend für euren Sieg, wie ihr einen Kampf eröffnet, ja? Und bei Karabak ist Folgendes wichtig, vor allen Dingen, wenn ihr mit dem Hammer spielt, geht auf den Kopf. Haut ihm auf den Kopf bis zum geht nicht mehr. Und das Hinterteil. Das Hinterteil bricht super schnell. Das kann ich nur Leuten empfehlen, die Chainblades oder so spielen. Geht auf sein Hinterteil. Das kriegt ihr so schnell kaputt, ja? So, wir machen das Opening mit einem Hammersprung, wie ich gesagt habe. Möglichst auf den Kopf. Das habe ich jetzt gerade nicht geschafft. Aber ihr seht, ne? Jetzt ist er betäubt. Und jetzt brechen auch schon hier die ersten Parts. Und jetzt sollten wir möglichst schnell viel Schaden hinten auf das Hinterteil machen. So, jetzt ist er im Enrage. Ist aber kein Problem. Wir haben das Hinterteil schon so ein bisschen getroffen. Immer wieder schön im Enrage hier von ihm oder im Rage-Modus. Ich sage immer Enrage. Immer schön Sprünge machen und links-rechts ausweichen. Rollt ja nach links oder rechts, nicht nach vorne oder nach hinten. Jetzt haben wir das Hinterteil gebrochen und ihr seht, der liegt jetzt auch ein bisschen auf dem Boden, ne? Da habt ihr ordentlich Zeit. Jetzt ist er schon fast wieder interrupted, ja? Also Hammerspieler, immer schön auf den Kopf gehen. Da könnt ihr sehr viel Zeit rausholen. Ganz wichtige Kiste, ja? Und dann liegt er auch schon. Ist jetzt halt bei mir ein bisschen schneller alles, weil ich starke Waffen habe und auch wahrscheinlich die Behemoths relativ solide runterspiele. Aber ihr seht, das geht super schnell, die einfach zu legen, ja? Das ist gar kein Problem. Und dann würde ich sagen, ist jetzt auf jeden Fall auch noch die Zeit drin, dass wir uns eben mal schnell den Panga vorknüpfen. Dann zeige ich euch mal, wie man das am besten bei Panga anstellt. Bei Panga ist ganz wichtig, ihr habt eine Sache, die könnt ihr interrupten. Das ist, wenn er angerollt kommt. Ansonsten, ich weiß, ihr seid keine Fußfetischisten, ja? Falls ja, gar kein Problem, dann wird euch das Folgende jetzt gefallen. Ihr müsst seine Füße angreifen. Das ist ganz wichtig, denn wenn ihr die Füße angreift und die brecht, dann fällt er zu Boden. Und für alle Leute, die scharfe Waffen spielen, das heißt alles bis auf Hammer, ist in der Phase ganz wichtig, greift seinen Schweif an. Den könnt ihr nämlich abtrennen, wenn ihr Glück habt. Schafft ihr das nicht, macht ihr das andere Bein kaputt, dann trennt ihr zu 100%, wenn ihr wirklich den Schweif auch vernünftig angegriffen habt, den Schweif ab. Und dann könnt ihr euch in Ruhe weiterhin auf die Füße konzentrieren oder ihr greift seinen Kopf an. Für Hammerspieler sieht die ganze Kiste ein bisschen anders aus. Wenn ihr das eine Bein gebreakt habt, geht ihr weiter einfach auf den Bereich, wo die Beine sind oder auf den Kopf, ja? Ganz wichtige Sache. Und immer schön interrupten, wenn es geht. Also mit der Warpike geht das auf jeden Fall auch, wenn ihr rollt. Einfach dann einen Schuss abgeben und dann solltet ihr den auch ohne Probleme interrupt kriegen. Wichtig ist einfach nur, wenn er rollt, ihr müsst ihn erstmal ein bisschen ins Rollen kommen lassen. Auch wenn das jetzt wie so eine kleine Anekdote klingt hier. ja, ihr müsst ihn ins Rollen kommen lassen. Eigentlich heute sind auch meine Erklärungen wieder on point hier.
So, jetzt müssen wir erstmal schauen, wo der gleich ist, der Kollege. Sollte aber schnell gefunden sein auf der Karte. Dann kann ich das mal eben demonstrieren mit dem Interrupten, wenn ich es hinbekomme. Ne? Vorführeffekte und so kennt man ja bei mir. Meistens ist es dann so, wenn ich sage, ja, ich zeige euch das jetzt mal, dass ich dann nicht zeige, weil ich es nämlich nicht hinbekomme. So, zack, zack, zack. Sammeln wir hier schön unsere lecker Pilze ein. So, dann fliegen wir hier rüber und sammeln wir unsere zwei Blümchen noch mit ein. So, in der Mitte ist er nicht. Da hinten ist er auch nicht. Dann gucken wir da durch. Da ist er auch nicht. Ist er im Wald? Ja, im Wald ist er. So, zack. Dann machen wir uns auf den Weg dahin. Ja, Kampf werden wir jetzt nicht mit einem Hammersprung eröffnen. Wir gehen hier auf die freie Fläche und tun ihn jetzt hier triggern. So. Weil der wird jetzt wahrscheinlich angerollt kommen. Da seht ihr es auch. Das ist das Anrollen. Und zack, im richtigen Moment schießen und er liegt schon auf dem Boden. Und dann könnt ihr als Hammerspieler direkt anfangen, auf den Kopf zu gehen. Ja. Oder auf die Beine. Je nachdem, wie ihr euch quasi gerade bewegt. Ne? So, da ist auch jetzt schon die Betäubung reingekommen. Wir haben ihn gerade gestaggert. So, jetzt gehen wir weiter auf die Beine. Ist egal, dass ich keine Aufladung habe. Ein Bein ist jetzt gebreakt. Ja. Ich habe jetzt leider die ganze Zeit keine Aufladung. Das ist natürlich nicht so gut. Weil dann fehlt jetzt Schaden. Das eine Bein haben wir sogar schon kaputt. Jetzt ist das andere kaputt. Ne? Und wie gesagt, Spieler mit scharfen Waffen in dem Moment auf den Schweif gehen. Ist jetzt natürlich ganz doof, dass ich die ganze Zeit keine Munition habe. Weil dann hätte ich den jetzt relativ schnell gelegt. Aber nicht so schlimm. Der wird jetzt in den Enrage gehen. Das heißt, wir gehen jetzt weg. Laden nach. Machen einen Schuss. Jetzt kommt der Dreher. Und das kann sein, dass der danach jetzt rollen wird. Ja. Nein, er macht noch mal so einen Dreher. Dann kann es sein, dass er jetzt rollen wird. Ja, jetzt kommt ein Roller. Und wieder abschießen, ne? Einfache Kiste und jetzt können wir wieder Damage machen, ja? Das ist jetzt wieder die Phase, wo der Schaden kommen muss. Und da liegt er auch schon. Also er hätte eben schon liegen können, ne? Hätte ich dann einfach immer mit dem Hammersprung richtig getroffen. Ich habe es leider verkackt. Aber nicht so schlimm, Leute. Also ihr seht, Panga auch relativ einfache Kiste, schön auf die Beine gehen, ja. Dann habt ihr den sehr viel am Boden liegen und so funktioniert das Ganze eigentlich. Immer schön links, rechts ausweichen, auch nicht nach vorne oder hinten bei dem Gegner, denn der hat eine ziemlich große Hitbox. Und ja, ich hoffe, dass der Guide euch so einigermaßen helfen konnte jetzt mit den ganzen Viechern am Anfang. Alter, er ist in einem Clan drin, der Hodor heißt. Krass. Ich will auch in den Hodor-Clan. Nein. Okay, ich hoffe, der Guide hat euch geholfen. Wenn ja, lasst gerne Feedback in den Kommentaren da, eine Bewertung und denkt immer dran, Glocke an, Ehrenmann. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne auch ein Abo droppen. Und ansonsten danke an jeden, der meinen Creator-Code benutzt. Und wenn ihr nichts mehr, ja, überhaupt nichts mehr verpassen wollt und gerne noch mehr lernen möchtet, dann schaltet gerne in meinem Livestream vorbei, www.twitch.tv/gtimetv. Da bin ich täglich online. Nur heute, jetzt gerade, wo ihr dieses Video seht, bin ich auf dem Rammstein-Konzert. Und deswegen sehen wir uns dann wahrscheinlich morgen ab 10 Uhr im Stream, ja? Macht's gut, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.